die letzte Schlacht, die wir zu schlagen haben. Ich habe im Moment nur noch 13 Divisionen in Europa. Meine 18 stehen mir vorne an der Kiste bereit, falls frei ist. Weißt du was? Ich warte mal, wie schauen meine Marines aus? Ihr müsst sagen, wenn ihr den ganzen Flotten reinruft, ne? Ja. Weil das ist immer ein Startsignal. Eine Frage, können wir auf 3 hochschalten? Ich verlege jetzt meine kompletten Marines nach Europa. Achso, wenn ihr was dagegen hat, dann kann man auch auf 3 hoch. Von mir aus kann was. Nichts dagegen. Weil die großartigen Kriege sind vorbei, jetzt wird ja noch in Tibet und in Afrika gekämpft. Der Bär hat das vollkommen unter Kontrolle, er kämpft ja gegen die Weltengemeinschaft, aber die hat nicht mehr so viel in King zu setzen, wie es aussieht. Ja, eigentlich rück ich nicht vor, also wir stehen da nur. Achso. Das einzig Gute ist mit Iran und sonst was, ich kann jetzt über den Landweg die Truppen verlegen. Das stimmt, ja. Das war so geplant. Wann kommen die an? Ich glaube nicht, dass ihr 2 Tage bis nach Europa braucht. Pronto! Ah, jetzt. Ja, 43 Tage. Avanzate! Oh, die Schlacht von Eindhoven. Eindhoven! Kennt man. Kennt man? Kennt man. Kennt man. Sag's. Bitte? Sag's, kennt man. Kennt man. Was von Dover kennt man. Kennt man? Kennt man. Achso, das sieht aus mit der Landung. Ich sehe das ja nicht. Wir sind vorbereitet. Die Planung. So ist es. Kennt man. So, dann schicke ich euch schon mal zum Hafen. Ja, nicht mehr lange. Dann gibt's hier die RE 2007, die RE 2008. Die sind gut. Also da erwarte ich mir einiges von. Plus eine Investition hier in Flugzeug-Luftwaffe-Erfahrung. Werden die nächsten 5 Jahre dann sehr gute. Wir warten. Wir warten auf euch. Die Truppen hatten eigentlich der Kolumbianer mittlerweile. Oh ja, die sind. Genau so viele wie am Anfang auch. 50. Oh ja. Weiß ich nicht. Noch nicht. Koks schniffen, Crack rauchen, Noten bomben. Mit Sicherheit Kolumbien und Niederlande ab, ne, gegen die Amerikaner. Der Amerikaner ist halt feige und versucht es halt mit Bomben. Der Amerikaner spart sich nur die Männer. Bombe kostet auch Männer. Gleich, also. Ja, auch keinen Grund, warum nicht. Das Problem ist, ich verliere aber keine Bombe. Das erinnert mich wie damals Nagasaki. B-52 kamen ohne Probleme durch, haben geworfen, machte Bumm, alle tot. Genau. Genau so war das. Ja, ich habe eine Flotteninvasion versucht. Genau so. Was ist mit eurer Invasion? Ja, hätt's doch nicht. Hallo, es geht nicht von heute auf morgen. Dann sag doch dem Engländer einfach, er soll alles frei machen. Dann sind wir gleich drüben. Dann sind wir gleich da. Sag ihm, er soll Dover und Plymouth frei machen, ist gut. Der Engländer hat nicht mehr viel. Kommt drauf an, von was? Von was hat er denn nicht mehr viel? Er hat echt nicht mehr viel. Weil es sind schon 2000 Flieger weniger geworden. Ja, Frank räumt auf, sehr gut. Noch 3 Tage. Dann. Ja, ich bin jetzt im Irak. Iran, Irak. Wo sehe ich, wie viele Flugzeuge ich abgeschossen habe? Musst du auf die auf Flugzeug klicken, also auf die Luftstrategie-Kartenmodus.
Im Ärmelkanal hast du 800 aktive Jäger und das sind keine feindlichen Jäger, keine feindlichen Bomber, keine feindlichen... Ja, ja, schon, aber wie viele habe ich abgeschossen in den letzten Tagen? Das sieht man doch gar keine. Null. Aber ich meine, in den Statistiken steht nur, dass ich... Bei mir steht 205 Bomber sind verloren gegangen. Achso, ja, Bruder, bei mir steht null. Also ich habe zwar 1000, über 1000 Bomber gestört, aber nur einen abgeschossen. Ja, du hast Blick auf die Luft überlegen, Luftstrategie-Kartenmodus auf den Ärmelkanal. Dann oben rechts siehst du Details. Ja, genau. Da musst du auf Monate und Tage umschalten. Also Monate wahrscheinlich. Dann müsste da stehen. Feindliche Gebäude bombardiert, verloren. Ja, okay. Wow. Vier Jäger abgeschossen. Das stimmt doch nicht. Liegen die jetzt tagelang raus und fütten sich gegenseitig nicht in der Luft, oder wie? Aber du müsstest 2000 Jäger abgeschossen haben, lauter Intel. Ja, oder die sind abgeschossen. 2000, ja, jetzt ist er wieder bei 17, gerade war er bei 16, vorher war er bei 18. Ja, sehr komisch. Fakt ist, können alle denn zu der Zeit, soweit das anscheinend geklärt wurde, muss jeder gleichzeitig seine Flotte reinlegen? Und dann müssen wir durch. Die nicht vorhandene Flotte. Wer hat denn jetzt noch Flotte? Dylans Flotte ist auf ein Schlachtschiff. Wo ist denn das hin? Moment. Ich habe einen Flugzeuglänger, 3 Schlachtschiffe, 7 schwere Kreuzer, 9 DDs, 40 DDs und 9 leichte Kreuzer. Ich habe 13 DDs. Aber Erster Weltkrieg. Also, ablehnen. Warum die Holländer die Niederländer versuchen mich zu invasieren in Spanien. Zum Glück habe ich da die Häfen besetzt. Wenn mir die Küste auch ein bisschen besetzt. War die britische Flotte ungefähr 30 Schiff stark. Bitte zum Meer. Die Amerikaner greifen an. Was war los? Habt ihr endlich eure Eier gefunden, oder? Nur langsame Schritte in der Richtung. Achso, nebenbei, ich produziere knapp 40 Selbstfahrerfetten und mittlere Selbstfahrerfetten pro Tag. Nice. Die muss ich erst noch später produzieren. Keine Kapazitäten momentan, ist brutal. Aber ich kann dir ein paar schicken. Nee, ich habe sie nicht in Benutzung. Meine Armeen kämpfen momentan mit Artillerie und Infanterie. Das ist wieder typisch, ne? Also das ist wieder so typisch. Der Amerikaner verliert seine Flotte in England. An wem rächt er sich an mir? Nicht in Ordnung. Was dafür kann? Ich räche mich doch nicht. Nein. Überhaupt nicht. Ich würde dann hier in Niederländisch-Indien und so weiter ein paar Invasionen starten, noch da als Ablenkung. Vielleicht verlegen sie ja was drüber. Kannst du ja mal probieren. Was geil ist, die Unabhängigkeit von Kolumbien wird vom amerikanischen Reich garantiert. Ja, das wird das, was er von Anfang an hat. War witzig, ey. So viel ist eine amerikanische Unabhängigkeitserklärung wert, ja. Du hast mir nicht erklärt, möchte ich nochmal anmerken, ne? Ich habe dir gar nichts erklärt. Natürlich. Du bist zum Feind geflüchtet? Das ist wie eine Kriegserklärung. Ich wurde gezwungen. Du wurdest gezwungen, zu fragen, dass du dem beitreten darfst. Wurde gezwungen beizutreten. Ja, genau. Also ein bisschen falsch an, was du weißt. Brauchst du eigentlich Waffen oder sowas? Versprochen, oder? Nee, momentan produziere ich genug. Ich würde momentan keinen aktiven Krieg mehr. Ich habe 971.000 eingelagert. Aber, wie gesagt, England. Problem ist, ich habe noch 158.000 frei. Oder werde ich diesen Abend unsatisfied beenden müssen? Das ist ein bisschen wenig. Ja, es läuft noch. Du kriegst ja dann Kurs auf die ganze Provinz, oder? Da kriege ich ein paar Millionen dazu, das ist kein Thema. Ich denke, ihr wollt in Dover landen, warum landet ihr denn im Norden Schottlands? Ich lande in Dover und Plymouth. Ja, ich lande in Dover und Plymouth. Wir landen halt alle irgendwo anders. Oh. Ah, da. Wer landet im Norden? Wer ist das? Sagt Phoenix, dass meine Marines schon da sind.
Das wird ja witzig. Ich würde dann vom Best aus nochmal in Liverpool oder so landen. Gut. Wer ist denn das, wer in dem Hafen nördlich von Edinburgh landet? Japaner, Niederbayer ist das, okay. Das hat mir nicht angezeigt. In Cardiff, da muss die Pläne unten für alle anmachen. Hab ich schon. Ach so, Wie ist es? Wie gesagt, Chuck ist der Feind, der sitzt in England. Nicht zu viel verraten. Chuck ist der Feind, der sitzt in England. Nur falsche Ziele. Ja, deswegen habe ich das ja gesagt. Ja, sehr gut. Aber Dominik hat es nicht verstanden. Ich habe ihn nochmal zurecht gepfiffen. Lüstert. Da. Ich würde dann in Dublin auch noch landen. Ist gut. Und noch ist keiner gelandet, oder? Nein, wir haben noch nicht. Wir klicken alle gleichzeitig drauf, wie gesagt. Shotgun-Taktik. So ist es. Würde interessieren, von wo aus Niederländisch Indien mich versucht zu invasieren. Von England aus, oder was? Die fahren den weiten fucking Weg hier hin. Ja, anscheinend. Ja, verpiss dich, Friedens. Na. Was? Ich will ja nicht meckern, ne? Aber der ganze Forschungsbau von Kolumbien ist total kaputt. So was heißt Kolumbien ein Forschungsbau? Respekt. Okay, wie viele Fabriken hast du denn noch? Das möchte ich jetzt echt mal wissen. Warum? Einfach nur um die Effektivität einzuschätzen. Warum soll ich dir das verraten? Erzählst du es mir? Ich bombe ja nicht. Aber. Eine? warte. 4. 7. 10. 12. Jetzt mal ohne Scheiße, ich würde eventuell in Belfast noch landen auf der anderen Seite. Gut, ne? Ja, gut. Mach ruhig. Wichtig war halt England, weil Belfast, die sind so. Aber du hast die kaputten nicht mitgezählt. Also, die geben auf. Ja schon, aber ich glaube, dass die Seite weniger befestigt ist als die andere. Kaputt denn? Ja, das stimmt schon, aber los. Belfast, das ist dafür kein Weg auf die Hauptinsel. Irgendwann. Ja, das schon, aber Dublin, wenn komplett weg ist, hat man da einen Post und kann eventuell oben mehr machen, weil ich lande jetzt einmal eben in Cardiff und einmal Liverpool und die drüben könnte ich dann eventuell noch rüberschicken, wenn es wäre. Und so oder so brauchen wir, wenn ihr ja, auch aus dem Umwelt, brauchen wir komplett um England herum Flottenhoheit. Eben, da musst du aufpassen. Brauchst du auch Flottenhoheit, ja, wenn du da hoch landen willst. Ja, wenn ich Liverpool oder so drüben hinten landen muss, brauche ich sowieso für den linken Teil. Wir brauchen einmal. Ja, wir brauchen definitiv den Ärmelkanal, weil sonst können wir alle gar nichts machen. So ist es. Das Ärmelkanal ist. Wenn der Ärmelkanal gar nichts hat, dann können wir genauso gut das abbrechen. Das ist Prio Nummer 1. Wir haben jetzt mal die Lufthoheit, habe ich gehört. Nein, immer noch, ist gelb, aber ist besser als nichts. Ich kann auch Flugzeuge hochschicken. Habe Flugzeuge. Also meine Flugzeuge. Ich bin mittlerweile habe ich eine Hyperinflation. Das ist toll. Italiener haben Flugzeuge? Ja, ich habe Flugzeuge. Habe super Flugzeuge. André. Ich hoffe, ich höre es mal gerade. Falls der Italiener hat er mittlerweile auch schon über 200. Ja, warte. Deutlich über kleine, 200, sag's warte. Mal, eine Militärfabrik. Um eine kleine Verteidigungslinie irgendwo aufzubauen in Afrika, dass die ja nicht alles einnehmen. Von hinten kann ich auch noch Truppen abziehen und mitlanden. Nee, ist nicht wirklich nötig. Ich kann theoretisch schon noch 50 Divisionen reinschicken. Aber ich habe jetzt mal 50 oben. Das sollte mal reichen. Ich meine nur zu dem Anfangslandung, weil eine Landung mehr hast du vielleicht nicht schlecht, oder? Ja, ich glaube, das schaffen wir mit dem. Also ich warte.
Der Chinese 18, der Japaner 19, ich habe 50, der Russe noch 30 und dann. Das sollte hinkommen. Gut, dann wird er mal vertrauen. Warte vor allem auf den. Feigen Amerikaner. Also, Prime ist ready. Also, ich bin schon lange ready. Also, ich muss auf euch warten oder so. Weil ich bin noch am Erforschen von dem Scheiß. Es dauert noch 80 Tage, dann kann ich selber übersetzen. Jojo, ja, es. Sollte das nicht klappen, wird das dann Operation Praline. Aber ich hoffe, wir können darauf verzichten. Weil jetzt kommt, jetzt können wir es gleich erstmal Operation Gatecrasher nennen oder irgendwie sowas. Also. Oder Operation Bulldozer. Also, ihr dürft keine Namen für Operationen nehmen, die offensichtlich sind. Operation Schmetterling. Ich bräuchte noch. Operation Waschbär. Elf Tage. Ja, ist gut, die 11 Tage kriegen wir auch noch rum. Aber dann will ich die Invasion sehen in England. Frankreichs Exilregierung auf Korsika geht man auch hart auf die Eier, ich soll verschwinden. Ich glaub, die ist lang genommen. Deine Flotte, die stehen bei Gibraltar, das ist beabsichtigt, nicht dabei, ja. Oder? Ah, okay. Ja. Also ich will nicht meckern, aber irgendwann habe ich keine Flugzeuge mehr und dann war es das mit der Seeheit. Ja. Luftwaffe. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das Problem langsam. Ja, meine Marines haben so lange rübergebracht, auf dem Landweg. Wir müssen so oder so jetzt langsam mal zusehen, dass wir im Ärmelkanal die ganzen Flotten reinschicken. Jeder schickt seine Flotte rein, die er hat. Alles. Und dann schicken wir durch den Ärmelkanal die volle Kanone. Anders geht's nicht. Faszinierend. Ihr wollt jetzt, dass ich den Rest meiner Flotte aufbaue? Das macht der Japaner, das macht jeder. Und ich habe leider keine Flotte, tut mir leid. Ich habe meine Flotte verloren. Da hast du dich aber fein ausgeredet, Mosi. Ich kann meine 7 Schiffe gerne reinschicken, wenn es nicht in Ordnung ist. Ja, ich habe keine Flotte, sagt er. Wir brauchen England. Wir können England nicht. Wir können es zu Tode bomben, aber dann führen wir ein Jahrzehnt Krieg gegen England. Ja, das wissen wir schon aus letzter Runde, dass das lange dauert. So ist es. Da hatten wir da in Deutschland gehabt. Eine Flotte ist auf dem Weg. Gut. Aber noch nicht kämpfen lassen. Irgendwo stationieren in Ruhe. Ja, den Hafen. Genau. Wie gesagt, ich schicke 2 Invasionen. Aber je mehr, desto besser. Hat Russland auch Invasionen? Mann. Ich warte darauf, dass ihr einen Hafen frei macht und dann lande ich. Ein Wort in Gottes Ohr. Wir können auch auf 4 schalten, oder? Aber mal ganz kurz auf Toilette, ich komme gleich wieder. Ja, okay, dann schalten wir nicht auf 4. Das ist eine gute Idee. Ich bin auch kurz weg. Okay. Alle auf Toilette rennen, ne? Das ist spannend. Ich lese euch mal vor, wie viele Amerikaner ich getötet habe. 155, so viele. 2012. 2120, so. 278, 1040, 300, 5000 in einem Gefecht, dann 1000, 1000, 3600, 300, 500. Ja, der Amerikaner, ey. Kann auch gar nichts, ne? Das Geile ist, ich kann dir sagen, wie viel Armee die Alliierten eingesetzt haben. 3 Millionen. Die haben 7 Millionen, nein, 3 Millionen bis irgendwas, sehe ich nicht. Drüber. Aber sie haben 7,4 Millionen verloren. Wir haben 13 Millionen bis irgendwas eingesetzt und haben 5 Millionen verloren. Insgesamt. Ja. Die Sowjetunion hat 1 Million verloren. Ich habe hier 654. Ich habe auch einiges verloren. Ja. Okay, gegen die Alliierten haben wir alle verloren. Habe ich am wenigsten verloren? Oh, bin wieder da. Ich habe über 1 Million gegen Spanien verloren. Japan hat 1,2 Millionen verloren. Na gut, China hat 1 Million verloren, das ist nicht so schlimm. Was denn? Ich hab nur noch 10 Millionen freie Mannstärke, das ist. Auf 2,5% wahrscheinlich, oder? Ne, 5%. Ach so, okay. Aber ich bin nur auf 3,2% wegen ineffektiver Bürokratie. Da muss ja was machen. Minus 95% rekrutierbare Bevölkerung. Muss ja da was von den Japanern aus abschauen. Ja, da. Maybe. Nordamerika, kommst du nicht durch den Dschungel oder was?
Was ein Dschungel? Also der Brite hat jetzt einen Teil von seiner Flotte vor Japan stationiert. Der Brite. Den Schiffen. Okay. Ich kann halt nichts machen als Fernnation, ne? Das ist einfach so. Meine Flotte ist in Spanien. Okay, Italien ist allzeit bereit. Okay, dann los. Liegt jetzt an den Flottenmächten. Was hast du damit zu tun? Ich dachte, ich bin der Signalgeber. Los. Er ist der Willen. Oh, warte mal, ich sehe gerade. Ihm ist langweilig. Ich habe wieder 280 freie strategische Bomber gerade gebaut. Weiß, wie die hinkommen. Hallo, David. Ja, ich bin da. Auf los geht's los, oder? Ja, wenn alle bereit sind, musst du nachfragen. EPS, bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, auch bereit. Okay. Ich warte nur auf euch. Ja, scheiße. Bis ich zu 90 lass mal sehen, wie England fällt. Ich sehe schon wieder, dass die japanische Flotte irgendwie breiter ist, weißt du? Damit die amerikanische zuerst rein donnert. Nee, ich bin noch unterwegs. Du kannst auf meine warten. Im exakt selben Hafen wie die amerikanische Flotte. Und das sieht er auch. Der naja, Amerikaner. Darwin, ich bin nur Zuschauer. Ich spiele Kolumbien, weil ich halt nicht mit dem Spiel mitmache eigentlich. Italien ist der Prime, Sowjetunion ist der Frank, China, Dr. Mosi, Japan, der Niederbayer und die USA ist der EPS. Wo ist die Flotte von Japan, frage ich mich jetzt gerade kurz mal. Die breiter ist die. Die ist schon auf dem Weg. Ja, gut, dann, wenn die auf dem Weg ist... Warte, gleichzeitig. Auf dem Weg ist nicht da. Wenn das die japanische Flotte aus Gibraltar mal bitte zu unserer gemeinsamen Flotte oben bei Galicien. Sagen, einmal bitte oben, genau, nach Galicien. Muss ich dazu sagen, dass wir auf Elite spielen. Ja, die spielen auf Elite, okay. Aber trotzdem schaffen sie es jetzt seit 5 Jahren nicht, England zu verlieren. Hallo, wir führen seit 2 Jahren Krieg oder so gegen die Alliierten oder seit 3. Ach, wir haben... Wie lange haben wir für Deutschland gebraucht, um es zu besiegen? Ich komme nicht mehr aus Gibraltar heraus. Jetzt hat er... Ach Gott. Nein, ernsthaft? Es bleibt wieder an mir hängen, ich wusste es. Ach, Frankreich wurde, hat er erobert. Genau. Aber ich hab den anderen Zipfel erobert, das heißt, da gibt's kein Durchkommen erstmal. Ich krieg das kurz. Wenn ihr kurz wartet, dann fahr ich außenrum dumm. Warte. Wo ist der Italiener? Wo ist der Italiener sonst mit seiner Flotte? Der hat doch seine Flotte auch irgendwo stehen. Ja, genau. Das ist 19. Idee ist. Pronto, Signore! Ich lauf jetzt da runter nach Afrika. Ich hab keinen. Avanzate! Es war doch davor italienisch, oder? Ja, sowieso. Also, der hat sich da. Weißt du, wie funktioniert das zum Teufel? Das war alles italienisch und dann gibt es diese rote Linie. Das bedeutet. Dann kommen irgendwelche Franzosen mit ihren Baguettes da aus dem Sand vorgekrochen und denken sich lalalalala. Ja, anscheinend. Er verlegt Druck. Die Franzosen sind gelandet, sondern die Briten sind gelandet da hinten. Und die Baguettes siehst du im Sand nicht, weil sie genauso eine Farbe haben. Kein Problem. Gerade geht's über Istanbul. Ja. Dann siehst du, wir nehmen jetzt den Zug, Bagdad. Geschwindigkeit 14 km/h. Wir sind in 23 Tagen und 4 Stunden sind wir da. Dann wird hier Scheiße mit Nägeln gemacht. Siehst du, die Baguettes sind da. Da stehen sie. Eine verfickte Division hat alles eingenommen. Die lustigen Leute versuchen ja das. Versuchen England zu erobern, Darwin. Das Geile war, der Amerikaner war schon in England, wollte es schon haben. Dann haben ihn die anderen im Stich gelassen. Wir konnten. Naja. Wir wurden auf dem Weg dorthin versenkt. So eine Lügenpresse hier. Natürlich wollt ihr versenken, weil ihr voll dilettantisch angestellt habt. Es hieß, kommt rüber. Wir sind rüber gegangen. Ja. Und wurden versenkt. Maskus vorbei. Ich würde sagen, sagt Bescheid, wenn ihr beiden außen rum seid. Wir treffen uns alle erstmal in Galicien, würde ich sagen. Warte jetzt mal die Invasionen in Asien, um vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Oh, ich hab da nicht mehr Seehoheit. Ihr sollt einfach nur jetzt gucken, dass ihr durchkommt. Hierher zu uns. Aber die KI auf Elite ist schon mächtig, muss man schon sagen. Aber sonst ist ja auch kein Reiz, muss auch dazu sagen. Drücken Sie an, die 24 italienischen Divisionen. Diese eine Franzosen da wegmachen. Nee, da, ich sehe die scheiß Niederländer, die landen da. Ich hab's gesehen. Formazione.
So, wo ist die japanische Flotte? Da sind sie. Ach, da unten sind die. Guatemala, da. Was machen die Schiffe gerade in... Weiterfahren. Aber das mit dem Heimatstützpunkt haut wieder nicht hin. Ich komme nicht an Madagaskar vorbei. Also, ich kam von mir aus, jetzt habe ich meinen Punkt direkt in Spanien gesetzt mit Steuerung Rechtsstick und habe Rechtsstick drauf gemacht und sind hingemoved. Ohne Probleme, durch alles durch. Wie, du kommst nicht an Madagaskar vorbei? Wieso Madagaskar? Ich habe jetzt als nächsten italienischen Hafen, wo ich erreichen konnte, warte mal, was, wie heißt der da oben? Tanganyika, keine Ahnung, was die wieder heißt, da oberhalb von dem Königreich Frankreich, Vereinigten Königreich gewählt, mehr oder weniger, und ist nicht weitergegangen. Ich bin jetzt weiter südlich, komme ich nicht. Aber mit deiner Nicht-Kernbevölkerung von 212 und der Kernbevölkerung von 47 sind fast 260 Millionen, 10% werden das 26 mit, Millionen Fremdenstrecke, nachdem ich den Scheiß durchgezogen habe. Steuerung rechts, geht nichts. Kann ich jetzt auch hier nicht hinzufügen. Ja, das glauben wir dir. Aber das bringt jetzt ja nichts. Du musst rumkommen irgendwie.